Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatung an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Irieda, ich grüße dich. Dieser Bild zeigt dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Geburtshoroskop ändert sich nichts. Das zeigt die Sternenhimmel über dich in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist dein Seelenplan. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich und aktivieren durch diese Bewegung etwas im Horoskop. Wobei bei Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben. Die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Und betrachten wir diese Bewegung. Aber erstmal erkläre ich die beiden Mondknoten. Die beiden zusammen symbolisieren eine Drache. Und das zeigt unseren karmischen Weg. Ein Teil kennen wir schon von dieser Drache, das ist die Drachenkörper oder absteigende Mondknoten. Hier haben wir karmischen Erinnerungen. Das ist familiäre Themen, das sind Freundschaften und deine Hoffnungen und Wünsche. Hier hast du im Geburtshoroskop auch Pluto und das zeigt, das gibt dir die innere Kraft und die Überzeugungskraft, deine Wünsche, deine Hoffnungen verwirklichen. Dann gibt es die Drachenkopf und das kennen wir nicht und die Seele sucht das. Und wo findest du diesen Drachenkopf? Das zeigt sich hier im Steinbock im fünften Lebensbereich und hier lernst du etwas. Was soll dein Ziel sein? Dass du schöpferisch bist, dass du das Leben genießt, dass du etwas in Gestalt bringst, dass du auch mal etwas spielerisch betrachten kannst oder Bezug zum Kinder, auch dein inneren Kind und auch Lebensfreude. Das ist ein wichtiges Thema, weil du bist mit diesem Jungfrau-Aszendent sehr streng oder kritisch auch zu dir selbst gegenüber. Vor allem hier ist auch Saturn, das grenzt dich auch ein. Steinbock hier im fünften Lebensbereich, die Erinnerungen an die Kindheit, strenge Elternhaus. Also du brauchst diese Leichtigkeit, dieses Spielerische und das, was du lernst, das, was deine Seele braucht. Diese beiden Mondknoten, die bewegen sich auch und aktivieren karmischen Themen, Erinnerungen im Horoskop. Ketu, die Drachenkörper, die absteigende Mondknoten, was die Erinnerungen hervorruft, bewegt sich dieses Jahr und Jahr 2020 auch hier im Schütze. Das sind Themen wie Neuorientierung oder Reisen oder Sportbewegung, außerdem deine Wohnsituation. Und der Drachenkopf, was du jetzt gerade auf die Suche bist, und das ist die Zeitqualität, das ist hier in Zwillingen und das bedeutet höheren Bewusstsein, mehr Leichtigkeit, Neugier, Zielerreichung und Berufung. Sonne befindet sich am 1. Mai im Widder, bleibt auch bis Mitte Mai im Widder und das ist die Monatsthema, da sollte man hinschauen. Und wieder symbolisiert Neuanfang und das kann auch bedeuten, dass du stehst vor einem Neuanfang und hier aktiviert Themen wie Loslassen oder Erbschaften oder ämtlichen Themen, all das, was mit Finanzen was zu tun hat. Uranus ist auch hier, bleibt auch ziemlich lange und löst Veränderungen aus.
Umbrüche und Veränderungen. Hier befindest du in einem Neuanfang, aber auch in einer Wandlung und lernst du von vielen Dingen verabschieden. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit Mars-Energie setzen wir durch im Leben. Mars ist männlich, also bei dieser Bewegung kann auch auslösen Kontakt zu einer männlichen Person. Mars ist im Stier. Wichtige Themen sind etwas Wertvolles in Besitz nehmen, um die Finanzen kümmern, die Ruhe bewahren, das Leben genießen, eine Reise machen oder Kontakte zum Ausland. Oder dieser Mann kommt von Ausland oder du kennenlernst diesen Mann auf eine Reise. Themen sind auch Bildung, Prüfungen und Spiritualität. Jupiter ist rückläufig. Jupiter vergrößert etwas, vermehrt etwas, aber bei dieser Rückläufigkeit bedeutet das diese Zurückhaltung. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, etwas vergrößern. Außerdem Jupiter bringt Glück, Chancen, Möglichkeiten und steht auch zum Gerechtigkeit und bei dieser Rückläufigkeit kann auch Themen sein von Vergangenheit und haben wir vielleicht sogar eine rechtliche Lage. Jupiter befindet sich im Skorpion und hier hast du Verbindung zum Verwandten, Nachbarn. Das kann auch eine rechtliche Lage sein oder du möchtest die Kontakt intensiv halten, das vermehrt sich etwas, die Gespräche, die Information und diese Rückläufigkeit zeigt eher, halte dich momentan zurück. Saturn ist der Planet, der Schicksal, beeinflusst auch unserem Schicksal, kommen auch schicksalhafte Veränderungen. Saturn ist im Schütze, das hat mit Reisen, mit Bewegung was zu tun oder mit deiner Wohnsituation. Jetzt ist gerade rückläufig, kann auch bedeuten, du hast vor umzuziehen und diese Rückläufigkeit von Saturn bremst das ein bisschen. Erst September ändert sich die Richtung. Pluto ist auch hier im Schütze, auch rückläufig und Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen und das ist deine Wohnsituation momentan. Aber du sollst noch einige Dinge verabschieden oder von deinen Gefühlen wie Angst, Angst vor Veränderungen. Neptun lässt unseren Träume leben und Neptun bewegt sich im Wassermann, das heißt unseren Ideen verwirklichen. Dann brauchen wir viel Raum, Freiraum, freie Entscheidungen treffen und das trifft deinen Alltag, trifft deine berufliche Situation und hat auch mit Gesundheit etwas zu tun. Neptun zeigt auch Kreativität in die Arbeit und die Träume, aber dann sollen wir daran auch glauben. Venus verschönert etwas oder bringt etwas in Harmonie. Venus bringt auch Glück, hat auch einen Bezug zum Liebe. Immerhin ist Venus der Liebesplanet, das ist weiblich, zeigt unsere Weiblichkeit, unsere weibliche Energie. Durch Venus Einfluss ändert sich oft das Aussehen, neue Frisur oder Kosmetik oder neue Kleider. Aber bei dieser Bewegung kann auch bedeuten Kontakt zu anderen Frauen oder Frauen. Venus ist in Fischen. Und hier hast du die Thema Liebe, Partnerschaft. Unserem Planet Erde bewegte sich in deinem Geburtsmoment hier in Fischen und zeigt, hier manifestiert sich etwas in die Liebe, Partnerschaft und hier fließt die Liebesenergie gerade. Aber auch Merkur und da kommen die Handlungen, kommt etwas in Bewegung oder kommen Kontakte, Gespräche und Mond ist auch hier aktiviert, auch diese Themen. Mond beeinflusst unseren Alltag. Durch Mondenergie haben wir auch kleinere Veränderungen, wirkt auch auf unserem Unbewussten, unseren Gefühlen. Mit Mond haben wir mit Mondenergie haben wir oft Mutterthemen, entweder Empfängnis, Schwangerschaft, mütterlichen Gefühlen, Fürsorglichkeit oder Themen mit unserem eigenen Mutter. Sonne steht in Verbindung zum Vater, Mond steht in Verbindung zum Mutter.
2. Mai steht Mond und Venus in Verbindung und sie wirken zusammen, aktiviert unseren Gefühlen, unserem Liebesleben. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung, das sind Gespräche über Gefühlen oder gefühlsvollen Gesprächen. 4. Mai ist Neumond, das heißt, Mond übergeht im Widder und trifft mit die Sonne. Und ein Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation über Veränderungen, über Sexualität, über Finanzen, über Erbschaften. Dieser Neumond ist exakt um 23.46 Uhr. 5. Mai ist Merkur im Widder. Merkur verlässt den 7. Lebensbereich und übergeht im 8. Lebensbereich hier im Widder. Natürlich kann das Gespräche sein über einen Neuanfang oder Gespräche, Terminen, Verträgen, was mit Finanzen was zu tun hat oder Erbschaften. 6. Mai ist Mond im Stier, aktiviert Themen, was mit Stier was zu tun hat. Und das ist das Leben genießen, etwas verschönern, auch unsere Umgebung, die Ruhe bewahren oder Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Spiritualität oder Glaubenssätze. Natürlich kann das auch religiöse Themen bedeuten oder Bildung. 7. Mai übergeht Mars in Zwillinge. Das ist die Kraft. Und mit dieser Kraft bewegt sich etwas oder können wir uns durchsetzen. Was sind die Themen? Das sind deine Ziele, das ist deine Berufung und dass du Ansehen bekommst. Die 10. Lebensbereich steht auch in die Öffentlichkeit und bei Mars-Einfluss kann auch eine männliche Person sein, dass du triffst mit einem Mann in die Öffentlichkeit. 8. Mai übergeht Mond in Zwillinge und trifft mit Mars. Und mit Mond hat das auch mit unseren Gefühlen was zu tun. Und dieser Mann hat darauf einen Einfluss. Natürlich kann das auch mütterlichen Gefühlen sein oder eine männliche Person. Und das beeinflusst unseren Gefühlen. Bedeutet auch, dass wir durchsetzen und intuitiv handeln. Und leben unsere Berufung oder verlangen wir Respekt in dieser Zeit. Im selben Tag, also 8. Mai, steht Merkur mit Uranus in Verbindung und sie wirken zusammen. Durch Uranus-Energie kommt eine Überraschung, eine Nachricht, womit wir nicht gerechnet haben. Oder durch diese Nachricht ändert sich etwas, weil Uranus sorgt für Veränderungen. 10. Mai ist Mond im Krebs. Hier aktiviert Themen, deine Wünsche, deine Sehnsüchte und Freundschaften, Bekanntschaften. Bei Krebsenergie kann das auch um eine familiäre Situation sein. Elfte Mai ist Venus im Widder. Es sind hier Themen wie Sexualität oder ändert sich etwas die Einstellung zu Liebe oder du änderst dich etwas als Frau in dein Aussehen oder eine innere Einstellung ist auch möglich. Oder eine endliche Themen und das hat mit Finanzen was zu tun oder Erbschaften und hier hast du Kontakt mit einer Frau. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond ist Spannung, Unsicherheit. Themen sind familiäre Themen oder Freundschaften. Möglich ist auch, dass du Wünsche, Sehnsüchte hast. Und in diesem Tag fangst an daran zum Zweifeln. Und Zweifel werft alles zurück. Dieser Halbmond ist exakt um 2:12 Uhr. Es fehlt die Erde-Element, es fehlt die Sicherheit, Struktur, Stabilität, Bestätigung. 13. Mai
ist Mond im Löwe. Das ist eine zunehmende Mondphase. Das eignet sich dafür, etwas starten, was vermehren soll. Hier handelt es sich um Geheimnisse, verborgene Dinge, aktiviert auch deinen tiefen Gefühlen. Löwe fühlt sich hier nicht wohl. Das ist die Schattenseite, das sind die Verborgenen. Und Löwe braucht die Glanz, die Anerkennung. Löwe möchte Bewunderung, möchte im Mittelpunkt zu sein. Natürlich, wenn du diese Wünsche hast und übersehen wirst, dann hast du auch hier verletzten Gefühlen. Dein Geburtshoroskop ist Mond auch hier. Das zeigt auch Mutterthemen. Vielleicht sogar kommen in diesem Tag auch verletzten Gefühlen. 15. Mai ist Mond im Jungfrau, das ist ein Aszendent, aktiviert etwas hier und da handelt es sich um dein Aussehen, um dein Auftreten, so bist du wahrgenommen. Etwas kommt auf dich zu, was deinen Gefühlen beeindruckt oder du zeigst Emotionen in diesem Tag. Natürlich kommt die Jungfrau-Energie dazu, die Heilung, die Reinigungsprozesse, etwas in Ordnung zu bringen. In solchen Tag, wenn Mond hier Jungfrau aktiviert und das ist dein Aszendent, neigst dazu, andere zu kritisieren oder bist zu dir selbst gegenüber zu kritisch. 16. Mai übergeht Sonne im Stier. Kommt ein neuer Monatsthemen. Und das bedeutet, das Leben genießen, die Ruhe bewahren, um die Werte, Finanzen kümmern. Bei dir kommt noch dazu dieser Lebensbereich, Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Spiritualität. 17. Mai übergeht Mond im Waage und aktiviert Werte, Wertschätzung, Finanzen. Hier hast du Venus im Geburtshoroskop, das hat mit deiner Weiblichkeit zu tun. Steh zu deinen Werten als Frau. Und hier im Waage ist sowieso die Schönheit, das brauchst du auch. Du bist schön und du achtest auf dein Aussehen, du hast ein gepflegtes Aussehen. Natürlich ist das möglich, dass in diesem Tag kaufst für dich etwas Schönes. 18. Mai ist Vollmond hier im Waage, beleuchtet voll und ganz diese Themen, deine Werte. Dann kommt auch die Waage-Energie dazu, deine Schönheit, deine Kreativität, deine Harmoniebedürftigkeit, aber auch die Wunsch nach Partnerschaft. Und hier kommen auch Werte dazu wie Selbstwertgefühl oder etwas ausgleichen, vergleichen, um die Finanzen aber auch kümmern. Dieser Vollmond ist exakt um 22:11 Uhr. Im selben Tag steht Venus und Uranus in einer Verbindung und da ändert sich etwas in die Liebe-Partnerschaft oder ändert sich in dein Aussehen etwas oder kommt eine Veränderung durch eine Frau. Eine plötzliche, unerwartete Ereignisse kann bei Uranus Einfluss sein oder deine Einstellung ändert zu dir selbst oder zu der Beziehung. 19. Mai ist Merkur im Stier. Dann kommen Gespräche, Handlungen oder Verträge bei dieser Merkur-Energie. Möglich ist auch, dass du lernst etwas und hast du Prüfung. Das bedeutet auch Bildung hier im 9. Lebensbereich oder Ausland, Auslandskontakte, Spiritualität. Mond übergeht in Skorpion, das ist eine abnehmende Mondphase und das heißt, die Kontakte nehmen ein bisschen ab oder sollst du zurückhaltend sein, Familie gegenüber oder die Kontakt mit der Nachbarschaft etwas reduzieren. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Jupiter vergrößert etwas. Beim Mond handelt es sich um unsere Gefühle. Und dann neigen wir dazu, etwas übertreiben. 21. Mai ist Mond im Schütze, aktiviert bei dir Themen Reisen, Orientierung, das ist die Schützenenergie hier, und Themen, was im 4. Lebensbereich gehört, das ist Immobilien oder dein eigenes Zuhause. Und bei Mondenergie kann bedeuten, dass da
etwas ändert sich bei dir im Wohnsituation. 22. steht Mond mit Saturn in Verbindung. Und wenn du das vorhast, wohnlich zu verändern, diese Rückläufigkeit von Saturn kann bedeuten, dass das noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung und das heißt, du sollst zu Hause aufräumen, auf die Wesentlichen konzentrieren und von alles verabschieden, was im Weg steht, was dich stört. 24. Mai ist Merkur im Diamant, das kommt etwas im Glanz oder kommt mehr Klarheit, Orientierung, beschleunigt auch etwas. Das sind Themen wie Werte und Finanzen, das ist Stierenergie oder Reisen, Auslandskontakte, Spiritualität. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock, aktiviert Themen Kinder, Lebensfreude. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Das ist Spannung, Unsicherheit, Nervosität. Du erlebst das im Alltag oder im Arbeitsplatz. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut, es fehlt die Begeisterung. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung und beide haben mit unseren Visionen, unseren Träumen was zu tun und das wird aktiviert. Das kann bedeuten, dass du einen Traum hast und das hat eine wichtige Bedeutung oder du möchtest deine Kreativität leben. 29. Mai übergeht Mond in Fischen, aktiviert Liebe, Partnerschaft. Und 31. Mai übergeht Mond im Widder und hier sind Themen Erneuerungsprozesse, erbschaftliche Themen, Loslassen. Liebe Irieda, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.